Guck sich das einer an. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sattelzeiten zu meinen Sternfahrten hier am Bodenseeradweg. Ich befinde mich in Friedrichshafen hier am Hafenbecken und wie man sieht, fährt dort schon die erste Fähre raus. Das ist mein Startpunkt und wir werden quasi auf der Nordseite starten, hier in Friedrichshafen, über Lindau nach Bregenz und bis nach Romanshorn fahren. Dabei befahren wir drei Länder. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wer hier in Friedrichshafen auch seinen Startpunkt findet oder hier eine Pause macht, dem kann ich nur empfehlen, das Zeppelin-Museum zu besuchen. Das lohnt sich wirklich, ist sehr, sehr, sehr interessant. Ja, was soll ich sagen? Also, ich will jetzt hier starten und will auch nicht lange reden, sondern losfahren. Auf geht's! Kurz noch zur Information. Ich bin mit dem Auto hier nach Friedrichshafen gekommen und auf der Suche nach einem kostenlosen Parkplatz bin ich an den berufsbildenden Schulen fündig geworden. Der Parkplatz befindet sich auch unmittelbar am Bodenseeradweg. Ich bin jetzt hier noch mal ein Stück zurück Richtung Hafen gefahren, damit ich euch dann diesen Teil am Zeppelin-Museum zeigen kann. Von der Hauptstraße abgebogen finden wir uns jetzt erstmal hier auf einem festen, geschotterten Feldweg. Was immer wieder auffällt, sind sehr viele Apfelplantagen. Ja, wie man sieht, wir kommen jetzt nach Langenargen. Und in Langenargen befindet sich ein Schloss. Das gucken wir uns an. Thank you.
das war's dann gleich in Langenargen am Schloss Montfort. Hier nochmal, ja, was ist das? Strandpromenade. Sehr schön mit den Bergen im Hintergrund. Hier haben wir die Kabelhängebrücke über den Fluss Argen, der hier in den Bodensee fließt. Ja, in Goren gibt es einen Campingplatz. Hier auch direkt, glaube ich, am Hafen. Ein kleiner Hafen ist da hinten. Und hier fährt man durch. Für die interessant, die vielleicht mit Zelt unterwegs sind. Und jetzt kommen wir nach Thunau rein. Der Campingplatz zieht sich hier entweder noch weiter fort oder es ist schon ein neuer. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall bietet sich hier die Möglichkeit, in Thunau ein Päuschen zu machen. Hier. Und eine Kaltschale zu sich zu nehmen. Ja, und da sind wir auch schon in Kressbronn. Soweit ich weiß, hat Kressbronn auch so einen kleinen Hafen und ich glaube sogar Schiffsbau gibt es hier. Ah, Wodanwerft. Da kehren wir gleich mal kurz ein und fahren mal in Richtung Hafen und schauen uns das mal an. Also hier gibt es so viele Ecken zum Verweilen mit Ausblicken, die atemberaubend sind. Wow, ich bin schwer begeistert. Ja, nach Kressbronn sind wir jetzt gerade in Nonnenhorn und immer wieder fällt mir auf, was für schöne Häuser hier direkt in Seenähe stehen. Und es reiht sich Hafen an Hafen, überall sitzen die Leute in irgendwelchen kleinen Cafés. Toll. Immer wieder klasse, wie man den Zeppeli sehen kann, der einen hier stets begleitet. Ah, ein toller Radweg. So, und da sind wir auch schon in Lindau. Klasse. Und da wollen wir natürlich auch Richtung Hafen auf die kleine Insel Altstadt. Und immer wieder dieses Alpenpanorama im Hintergrund. Atemberaubend. Ein kleiner
Rundblick hier mit der Hafeneinfahrt. Imposant mit dem Löwen und dem Leuchtturm. You're so good, dragging yourself down. Und hier im Hintergrund dann der bayerische Hof. Ja, da möchte ich euch noch mal kurz zeigen, wo ich mein Mittagessen verbracht habe. So etwas seitlich hier vom Hafen mit einer schönen Aussicht hier auf die Hafeneinfahrt und auf die Bötchen. Und dann kann ich euch hier einen kleinen Italiener empfehlen. Ein Bistro, Café, Pizzeria. Ich habe hier Pizza gegessen. Eine sehr leckere Pizza, Cappuccino getrunken. Das war wirklich klasse. Und dann mit dieser Aussicht hier auf den Hafen. Man konnte immer schön beobachten, wie die Bötchen rein und raus fahren. Herrlich, herrlich. Kann ich jedem nur empfehlen, bei einer Pause hier. Al Porto heißt das, glaube ich, das Restaurant. Kann ich noch mal gucken. Kleinen Moment. Al Porto, genau, so heißt das. Meine Empfehlung. Und da kommt auch schon wieder der Zeppelin über Lindau. Und jetzt geht's weiter. Tschüss, Lindau. Ja, was soll ich sagen? Also Lindau hat mir sehr gut gefallen. Eine schöne Stadt, ein schöner Hafen, schönes Essen beim Italiener, historische Gebäude, klasse. Jetzt befinde ich mich auf dem Weg nach Bregenz. Circa 5 Kilometer. Bregenz, bekannt als Kulturstadt mit dem Pfänder Hausberg quasi. Da liegt Bregenz am Fuße. Und im Sommer finden immer die Festspiele statt auf der Bregenzer Seebühne. Guck sich das einer an. Da drüben ist Bregenz. Und hier erstreckt sich weiterhin ein traumhafter Radweg direkt ja, an der Uferpromenade. Puh. Hier noch mal ein Blick in den Hafen. Da vorne war auch so ein bisschen ein kleiner Yachthafen. Und ja, ich glaube, ich werde mal ein Stück in die Stadt reinfahren. Thank you.
Ja, nochmal zu Bregenz. Ich denke, da kann man mal einen längeren Aufenthalt einlegen und sich die Stadt angucken. Sah jetzt auf den ersten Blick ganz nett aus. Es war einiges los. Aber jetzt von der Tour abzuweichen, hat sich in dem Sinne jetzt nicht gelohnt. Ich kann auf jeden Fall immer wieder nur sagen, Möglichkeiten mit dem Zelt irgendwo zu übernachten, gibt es hier en masse. Wirklich viel. Seecamping heißt das Ganze. Okay, hier vorne sieht es auch schon besser aus. Hier mit Gaststätte, Essen, Trinken, Strand, Strand, Strand. Ist auch ordentlich was los. Liegen hier alle wie die Heringe. Jetzt kommen wir wieder in einen wunderschönen Streckenabschnitt. Hier beginnt die Bregenzer Acht. Schaut sich einer an, wie klar dieses Wasser ist. Da fließt die Bregenzer Ach in den Bodensee. Hier an diesem Flüsschen ist mir gerade aufgefallen, dass mein Sender-Akku alle ist und ich hoffe jetzt, dass ich nicht zu viel Stummfilm gedreht habe. Jetzt werde ich ihn gleich an den an die Powerbank anschließen und hoffen, dass es dann weitergeht. Blöd, aber hier heißt es schön, aufpassen im Straßenverkehr. Wird schon. Weiter geht's. Unweit der österreichischen Gemeinde Fußach befindet sich das sogenannte Rheindelta, ein Europa-Naturschutzgebiet mit über 2000 Hektar Fläche. Hier wachsen 600 verschiedene Pflanzen und es ist der Lebensraum von 300 Vogelarten. Das Landschaftsbild ist sehr beeindruckend und lädt immer wieder zu einer Pause ein. Ich stelle mir gerade die Frage, ob die da jetzt den ganzen Tag rumliegen quasi und den Tag auf dem Boot verbringen oder warum sind die so weit weg vom Ufer? Ja, vielleicht bin ich auch zu blöde. Vielleicht kann mal jemand was in die Kommentare schreiben. Liebe Grüße an Marcel, das ist bestimmt nicht die richtige Feuerwehr. Kleiner Insider. Hier wieder ein Campingplatz. Obwohl das, also zumindest das hier vorne, sieht aus wie fest. Hier auch mit Häfchen. Schön. Schön. Hier kann man was trinken. Sollte ich das tun? Ich glaube schon. So, da bin ich nun hier direkt am Rheindelta. Hier wieder ein kleiner Hafen. Und
Hier war ich noch mal eben, bevor es dann Richtung Schweiz geht, an einer Gaststätte, beziehungsweise da vorne beim Kiosk Il Porto. Da habe ich noch mal eine Cola getrunken, Eis gegessen, meine Wasserreserven aufgefüllt. Und jetzt geht es hier gleich weiter. Also wer hier am Rhein-Delta zelten möchte, ist möglich. Ein grandioser Rundblick, wenn man hier mal schaut. Guckt euch das mal an. Die Hügelketten im Vordergrund. Dieser traumhafte Radweg. Ich bin so schwer begeistert von dieser Tour heute. Die macht so einen Spaß. Man sieht viel. Man kann toll fahren. Das Wetter trägt dazu bei, dass die Laune nach oben geht. Zollamt Geisau-Rheineck. Hier fahren wir jetzt rüber in die Schweiz. Beziehungsweise ich muss meine Aussage revidieren, weil wir noch ein Stück darüber fahren. Und da geht es für die Radfahrer in die Schweiz, nicht hier. Hier könnte man noch mal eine letzte Pause machen, bevor wir jetzt die Europäische Union verlassen. Und in die Schweiz einkehren. Romanshorn, 25 Kilometer. Ja, und dann befinden wir uns am Rheineck. Es ist aber nicht der Rhein, sondern, soweit ich weiß, der alte Rhein. Ich merke jetzt auch etwas Gegenwind, was aber nicht dramatisch ist, weil ich ja heute... Oh, eieiei. Puh, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich mich auf die Strecke konzentriere. Hier kam von einer Party, direkt hier am Wasser, ein sehr süßlicher Geruch in meine Nase. Wenn ihr versteht, was ich meine. Polizei in 800 Metern. Ja, das passt. Das passt. Ich glaube, ich habe das Haus der Flintstones gefunden. Guckt euch das an. Hä? Ist es doch, oder? Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit und der Tatsache, dass die letzte Fähre von Romanshorn nach Friedrichshafen um 20.24 Uhr fährt, entschied ich mich, den Rest der Tour von 21 Kilometern durchzufahren. Nichtsdestotrotz möchte ich euch einen Auszug aus diesem Teil der Schweiz zeigen, da auch dieser sehenswert ist. Direkt an der Radstrecke in Altenrhein kann man einen Blick auf den Regionalflugplatz St. Gallen-Altenrhein werfen. Die Kleinstadt Rorschach mit ihren knapp 10.000 Einwohnern an der südlichsten Spitze des Bodensees wirkt größer als sie ist.
Die schöne Strandpromenade lädt zum Verweilen ein oder, da auch direkt am See Veranstaltungen stattfinden, zum Feiern. Direkt am Wegesrand zwischen Horn und Steinach liegt das 1860 erbaute Seeschlössli. Von hier aus bietet sich einem erneut ein eindrucksvolles Panorama und der Ausblick reicht bis nach Arbon. Auf dem Weg durch Steinach übermannte mich fast nochmal der Hunger. Hier gibt's Forelle. Hier riecht's nach Bratwurst. Ist ja nicht so, dass ich jetzt auch eine essen könnte. Der Strand von Arbon war touristisch sehr belebt. Das liegt wohl daran, dass die Stadt auch einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Neben einer schönen Altstadt soll das Arboner Schloss, welches auch gleichzeitig das Wahrzeichen der Stadt ist, ein beliebter Anlaufpunkt sein. Kilometer, 5 Stunden, Akku bei 62%. Hier steht es schon auf dem Boden, Romanshorn. Jetzt müssen wir hier nochmal rüber. Ups, und da kommt nochmal eine Bimmelbahn. Und deswegen bleiben wir hier. Da bin ich nun angekommen in Romanshorn, hier fast pünktlich zum Sonnenuntergang. Ich habe aber auch meine Fähre verpasst und muss hier noch eine Dreiviertelstunde warten. Das macht aber nichts. Hier Grand Tour aus Switzerland, das war auch für mich eine Grand Tour, die wirklich begeisternd war. Angekommen in Romanshorn. Da drüben gibt es noch ein bisschen Party. Und dann sind das fast für heute die letzten Bilder hier vom Hafenbecken. Und ich denke, das ist ein gelungener Abschluss.